Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des Hessischen Ministerpräsidenten betreffend die Gesellschaft zusammenhalten für ein starkes, lebenswertes Hessen. Die Redezeit beträgt 20 Minuten je Fraktion mit der entsprechenden Orientierungszeit für die Regierung. Die Reihenfolge ist festgelegt. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Ja, Hessen ist ein starkes Land. Ein Land, das zusammenhält, und dieser Zusammenhalt ist vielerorts zu spüren. Er macht Hessen zu einer liebenswerten Heimat, und wir wissen alle aus vielen Umfragen über viele Jahre, dass die Menschen ganz besonders gerne hier in Hessen leben. Dass dies auch zukünftig gilt, ist keine Selbstverständlichkeit. Hessen stark und lebenswert zu halten, die Gesellschaft zusammenzuhalten, das muss die zentrale Aufgabe der Politik sein. Wir haben gemeinsam viel dafür getan, dass Hessen so stark ist. Und diese Stärke ist eine gute Voraussetzung, damit Hessen lebenswert bleibt, damit wir diese Gesellschaft zusammenhalten. Breiter Wohlstand ist keine Garantie, aber es ist eine gute Voraussetzung, Neid, Hass und Gewalt schon im Ansatz zu bekämpfen. Dieser breite Wohlstand ist eine belegbare Tatsache. Den Menschen in Hessen geht es vielfach besser als in anderen Ländern. Noch nie waren so viele Menschen in Hessen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und in guter Arbeit. Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen gehört zu den niedrigsten in der Bundesrepublik. In weiten Teilen unseres Landes herrscht Vollbeschäftigung. Unser Wirtschaftswachstum erreicht von Jahr zu Jahr Höchststände, und die Löhne und Einkommen der Menschen in Hessen gehören zu den höchsten in der ganzen Republik. Meine Damen und Herren, das sind nicht nur Zahlen und Statistiken. Entscheidend ist etwas anderes. Entscheidend ist, dass unsere Politik den Menschen konkret nützt. Und das, was ich Ihnen eben beispielhaft vorgetragen habe, das nützt ganz konkret den Menschen in unserem Land, und das spüren sie, und deshalb leben sie auch gerne in Hessen. Diese Landesregierung hat viel dafür getan, und wir arbeiten mit voller Kraft daran, dass das auch zukünftig gilt. Gerade die jungen Menschen, die in diesen Tagen z.B. neue Ausbildungsverhältnisse begonnen haben oder ihr Studium aufgenommen haben, Sie haben Chancen wie noch keine Generation vor Ihnen. Das hat viel mit unserer Arbeit zu tun. Wir haben Rekordsummen in die Bildung investiert. Wir haben so viele Lehrer wie noch nie. Wir haben so viel Unterricht wie noch nie. Wir haben z.B. auch so viele Ganztagsschulen wie noch nie. Und, meine Damen und Herren, der Bundesbildungsfinanzbericht hat uns bescheinigt, in keinem Flächenland wird für die Bildung pro Kopf so viel ausgegeben wie hier bei uns in Hessen. Das ist eine bewusste und eine richtige Entscheidung. Wir haben die niedrigste Schulabbrecherquote bundesweit, für die Einzelnen gar nicht hoch genug einzuschätzen. Wir haben den zweithöchsten Anteil an den Hochschulausgaben im Ländervergleich am Gesamthaushalt in der ganzen Republik. Meine Damen und Herren, das sind Beispiele, aber das sind eindrucksvolle und nachweisbare Erfolge unserer Arbeit, und die können sich sehen lassen. Wir müssen deshalb an diesem Weg festhalten, denn jede Investition in die Bildung ist eine gute Investition in die Zukunft unseres Landes. Aber es geht nicht nur um die Bildung. Wir haben Rekordinvestitionen in den Straßenbau, in den Schienenverkehr, in den öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben den Flughafen gestärkt, und wir arbeiten mit aller Gewalt und mit großer Intensität daran, dass die Belastungen der Anrainer gesenkt werden. Wir denken global und handeln lokal. Vielleicht ist es nicht jedem aufgefallen. Noch nie wurden in Hessen so viele klimaschonende Verkehrsmittel gefördert und noch nie in diesem Bereich so viel investiert wie in den letzten Jahren. Meine Damen und Herren, es gibt ein Beispiel, das steht für viele.
unsere Entscheidung, Schülern und Auszubildenden in diesem Land für 1 € am Tag die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im ganzen Land zu ermöglichen, ist eine wirklich herausragende Entscheidung. Sie nützt vielen Familien finanziell sehr deutlich, und sie ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Und dies ist eine modellhafte, erfolgreiche Politik. Wir haben auch früher als andere daran gedacht, nicht nur die Ballungszentren, sondern auch den ländlichen Raum zu stärken. Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in ganz Hessen muss immer unser Ziel sein. Deshalb unterstützen wir mit einer Vielzahl von höchst erfolgreichen Maßnahmen und Investitionen im Rahmen unserer Offensive Land hat Zukunft, Heimat Hessen, bewusst den ländlichen Raum. Wir wollen nicht nur die Metropolen oder den ländlichen Raum. Beides macht Hessen aus und seine Unverwechselbarkeit. Und indem wir uns um beides kümmern, machen wir dieses Land lebenswert und halten die Gesellschaft zusammen, meine Damen und Herren. Niemand wird sich aber in einem Land wohlfühlen, das nicht sicher ist. Dort sinkt die Lebensqualität. Und der Zusammenhalt der Gesellschaft ist gefährdet, wenn Kriminalität hoch ist und der Staat den Bürger nicht schützen kann. Um diesem Sicherheitsanspruch der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden, genießt die innere Sicherheit in unserer Politik eine besondere Priorität. Und, meine Damen und Herren, diese Politik ist erfolgreich. Gerade wenn viele Menschen Zweifel haben, sprechen wir darüber. Hessen ist eines der sichersten Länder der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben so viele Polizistinnen und Polizisten wie nie. Die Kriminalität ist auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren. Die Aufklärungsquote befindet sich auf Rekordniveau. Meine Damen und Herren, das sind gute Botschaften für Menschen, auch und gerade für diejenigen, die zweifeln. Und denen sagen wir, die Fakten sprechen für ein lebenswertes Hessen und ein Land, in dem man gut nicht nur heute, sondern auch in Zukunft leben kann. Diese Erfolge gründen sich natürlich auf der Ausstattung und der Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten, der Offensive für die Justiz, aber auch der Verstärkung für den Verfassungsschutz. Und besonders wichtig war und ist uns, ich glaube, das können wir alle gemeinsam nur unterstreichen, es ist wichtig, dass Kriminalität, Extremismus, Terrorismusgefahren schon im Ansatz bekämpft werden. Deshalb sind die vielfältigen Programme und Anstrengungen zur Prävention nicht sozusagen etwas, was nebenbei noch geschieht. Es ist ein Kernstück unserer Sicherheitspolitik. Und mit diesen Präventionsanstrengungen ist die Hessen heute in Deutschland führend, meine Damen und Herren. Das sind wichtige Punkte und wichtige Beispiele, warum die Menschen gerne in Hessen leben. Und eine außergewöhnliche Herausforderung war für uns in Hessen wie für andere die nicht vorhersehbare Flüchtlingskrise. Es ging dabei nicht nur um die Unterbringung, die Erfassung und Versorgung der Flüchtlinge. Das haben wir gut gemeistert, und nicht zuletzt deshalb, weil viele Ehrenamtliche in diesem Land sich großartig eingebracht haben. Aber, meine Damen und Herren, es ging von Anfang an um mehr. Es ging und es muss darum gehen, den Zusammenhalt in diesem Land nicht zu gefährden. Und wir haben von Beginn an im Blick gehabt, dass die Gesellschaft beieinander bleiben muss. Und deshalb haben wir, und man kann es nicht oft genug betonen, schon im November des Jahres 2015 unseren Aktionsplan und alle folgenden Pläne mit einer wegweisenden Überschrift versehen. Diese Überschrift lautete zur Aufnahme von Flüchtlingen und zur Integration und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Meine Damen und Herren, diese Funktion, diese klare Beschreibung dessen, dass beides zusammengehört, das hat es so nur bei uns in Hessen gegeben.
deshalb haben wir darauf geachtet, dass die Anstrengungen und Investitionen, die wir für die Bewältigung dieser Herausforderung investiert haben, möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Und unser Ziel war und ist es, die Integration der Flüchtlinge zu fördern, damit sie durch Sprache, Schule und Ausbildung möglichst schnell ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können. Und zugleich galt es sicherzustellen, dass diese Anstrengungen nicht zulasten all der Menschen gehen, die schon immer in diesem Land gelebt haben. Wir können nun nach den ersten Jahren unserer intensiven Anstrengungen feststellen, dass uns vieles gelungen ist. Tausende Flüchtlinge haben inzwischen Deutsch gelernt, absolvieren eine Ausbildung und wurden in den Arbeitsmarkt vermittelt. Wenn die Bundesanstalt für Arbeit jüngst feststellt, dass es uns in Hessen gelungen ist, rund ein Drittel der arbeitssuchenden Flüchtlinge und Migranten in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu vermitteln, dann ist das ein großer Erfolg, der uns anspornt, diesen Weg weiterzugehen. Nicht minder wichtig ist auch der Umstand, dass wir trotz all dieser Anstrengungen, die wir für die Flüchtlinge und Migranten unternommen haben, die Leistungen für die einheimische Bevölkerung nicht nur auf hohem Niveau gehalten haben, sondern in einer ganzen Reihe von Umständen sogar noch gesteigert haben. Wir wissen sehr genau, dass es noch erhebliche Anstrengungen von uns, aber auch der Zugewanderten bedarf. Aber, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir suchen nicht Probleme, sondern Lösungen, und wir sind dabei erfolgreich. Der nüchterne Blick auf die Herausforderung, entschlossenes Handeln und konsequente Arbeit an der Lösung der Probleme, das ist das Kennzeichen der Arbeit dieser schwarz-grünen Landesregierung, meine Damen und Herren. Und wir überwinden dabei Gräben. Wir arbeiten gesellschaftlich zusammen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch heute den Sozialdemokraten hier im Hessischen Landtag für ihre konstruktive Unterstützung bei der Bewältigung dieser Arbeit danken. Meine Damen und Herren, bei allem politischen Meinungsstreit, so sind wir in der Lage, auch große und größte Herausforderungen Stück für Stück zu bewältigen und vor allen Dingen die Gesellschaft zusammenzuhalten. Also ein erfolgreiches, ein starkes Land mit belegbaren Fakten. Das darf uns aber trotz all dieser unbestreitbaren Erfolge nicht blind machen dafür, dass sich bei vielen Bürgern eine deutliche Verunsicherung ausbreitet. Verlustängste, Ängste um die eigene Zukunft, Sorge um die kulturelle Identität unseres Landes, Zweifel am Funktionieren des Rechtsstaats bis hin zur offenen Ablehnung unserer demokratischen Grundwerte nehmen zu. Auch die Anforderungen im Beruf werden immer höher, der technische Wandel immer rapider. Der Zwang zu immer größerer Flexibilität, Mobilität nimmt zu. Das Gefühl der Überforderung wächst. Diese gesellschaftlichen Milieus lösen sich zunehmend auf. Die Bindungskräfte von Parteien, Kirchen und Gewerkschaften schwinden. Nicht wenige Menschen fühlen sich angesichts dieses Wandels überfordert und gelegentlich auch heimatlos. Viele Menschen suchen deshalb nach Neuorientierung und Halt. Und diese Orientierung, meine Damen und Herren, davon bin ich überzeugt, diese Orientierung können und müssen wir geben. Zunächst einmal, indem wir den Menschen zuhören, die Probleme nicht ausblenden oder verniedlichen, und indem wir ihnen auch zeigen, wie wir Probleme lösen können. Meine Erfahrung ist, dass die Bürger durchaus verstehen, dass vieles nicht einfach ist und dass manches auch nicht von heute auf morgen zu lösen ist. Aber der Kompass muss stimmen. Was sie nicht verstehen, was sie auch nicht akzeptieren mögen, ist, wenn sie mit ihren Sorgen nicht ernst genommen werden, wenn sie alle unterschiedslos, z. B. jene, die die Flüchtlingspolitik für falsch halten,
zu Rechtsextremisten in der Öffentlichkeit abgestempelt werden. Wie in einem Brennglas ist diese Entwicklung nach dem schrecklichen Verbrechen von Chemnitz deutlich geworden. In Chemnitz, aber nicht nur dort, auch in anderen Orten, drücken Menschen Sorge und Nöte aus, die wir nicht ignorieren dürfen. Das mag nicht immer rational sein, das mag nicht immer gerechtfertigt sein, das mag auch nicht jedem passen, was da artikuliert wird. Ja, manchmal ist es sogar schwer zu ertragen. Umgekehrt gilt aber auch, nicht jeder, der seinen Unmut kundtut, ist ein Rechtsextremer. Nicht jeder, der Kritik, Ängste und Sorgen zum Ausdruck bringt, ist ein Nazi. Es braucht deshalb eine klare Trennung zwischen denen, die auf Krawall, Hass und Gewalt aus sind, und jenen, die ihre Sorgen und Anliegen friedlich auch auf der Straße deutlich machen wollen. Auch in Chemnitz sind viele auf die Straße gegangen, die ein selbstverständliches Recht der freiheitlichen Demokratie in Anspruch nehmen, das Demonstrationsrecht. Wer diese Bürgerinnen und Bürger pauschal verunglimpft, verhält sich nicht besser als jene, die pauschal alle andersdenkenden Migranten in diesem Land verurteilen. Das Mindeste, was die Menschen von uns, gerade von uns, erwarten dürfen und auch erwarten müssen, dass wir differenziert auf ihre Lebenssituation blicken. Und es geht nicht nur um Chemnitz. Meine Damen und Herren, Extremismus, Antisemitismus, Menschenverachtung, das gibt es auch anderswo, und das gibt es auch bei uns. Ein Blick in die sozialen Medien genügt, um zu erkennen, dass die Hemmschwellen zunehmend gefallen sind und der gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht ist. Es braucht deshalb Orientierung, und es braucht klare Antworten. Und es braucht eine klare Grenzziehung zwischen engagiertem Protest, deutlichem politischem Meinungsstreit auf der einen Seite und Ausgrenzung, Aufstachelung zum Hass und das bewusste Vermischen und Verwischen der Grenzen zum Extremismus auf der anderen Seite. Diese Grenzziehung ist das Entscheidende. Das gilt in alle Richtungen. Und es muss in diesen Tagen besonders in Richtung einer Partei gelten, die genau diese Grenzziehung immer wieder bewusst missachtet. Sie nennt sich die Alternative für Deutschland. Ich nenne sie nach fester Überzeugung Gefahr für Deutschland. Meine Damen und Herren, Rechtspopulisten und Rechtsradikale leben von der Provokation. Das Internet ist ein idealer Wirt zur Verbreitung dieses rechten Bacillus. Und wenn wir über jedes Stöckchen springen, das uns dahin gehalten wird, machen wir manchmal durch unsere Empörung erst das stark, was wir eigentlich bekämpfen wollen. Aber genau darauf zielen doch die dauerhaften Tabubrüche ab, ein Höchstmaß an Empörung generieren und immer knapp unterhalb der Grenze der Strafbarkeit bleiben. Das ist das Muster. Es ist immer das gleiche Muster. Wenn deutlich wird, was im Namen der AfD alles geschieht, kann man diese Muster sehr klar erkennen. Wenn z.B. in einem Facebook-Eintrag der AfD-Kreistagsfraktion Hochtaunus, also in unserem Land, zu lesen war, ich zitiere, bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die Funkhäuser sowie die Presseverlage gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt. Darüber sollten die Medienvertreter hierzulande einmal nachdenken. Denn wenn die Stimmung endgültig kippt, ist es zu spät. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, das hat mit legitimem politischen Kampf und Meinungskampf gerade mal gar nichts zu tun. Es ist die offene Verachtung der grundlegenden Prinzipien einer freiheitlichen, demokratischen Demokratie. Wenn man sie dann stellt, die AfD, dann geschieht immer das Gleiche. Ihre Spitzen erklären, das kenne man gar nicht.
Jedenfalls billige man es nicht. Und dann frage ich mich, was geschieht anschließend? Nichts. Und auch keine klare Distanzierung. Der Landesvorsitzende dieser Partei in Hessen hat erklärt, Zitat, es sei nur saublöd formuliert, Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, was braucht es eigentlich noch, damit wir gemeinsam klarmachen, wo die Grenzen verlaufen? Man könnte eine Vielzahl von Belegen heute hier nennen. Wir müssen diese Methoden demaskieren und immer wieder aufklären. Wir müssen uns ihnen entgegenstellen, unaufgeregt, aber klar und unmissverständlich. Das ist eine Gratwanderung, für jeden von uns häufig. Aber die größte Gefahr wäre, gleichgültig zu bleiben. Die größte Gefahr für eine Demokratie sind Gleichgültigkeit und Verdruss. Und deshalb dürfen wir dem, was dort vor sich geht, nicht gleichgültig gegenüberstehen. Wir dürfen uns auch nicht daran gewöhnen. Wir dürfen nicht zusehen, wie der demokratische Wertekonsens in unserer Gesellschaft im Graben politischer Hetze und Verachtung untergeht, meine Damen und Herren. Das darf nicht sein. Und damit auch das klar ist, natürlich sind nicht alle Mitglieder der AfD und schon gar nicht ihre Wähler rechtsradikal oder rechtsextremistisch. Entscheidend ist aber, was die Führung dieser Partei tut, oder was sie unterlässt. Sie nimmt bewusst in Kauf, dass die Grenzen zum Extremismus undeutlich werden und die Grundlagen unserer freiheitlich-demokratischen Demokratie erschüttert werden. Nicht nur in Chemnitz marschieren sie bewusst gemeinsam mit den Verächtern dieser Demokratie, mit Pegida, mit den Anhängern der identitären Bewegung, mit Alt- und Neonazis. Wie soll man es eigentlich anders verstehen als eine Verächtlichungsmachung des Rechtsstaates? Wenn ausgerechnet die Landtagsfraktion, eine Parlamentsfraktion der AfD in Baden-Württemberg, dem Justizvollzugsbeamten, der unter groben Bruch aller seiner Amtspflichten diesen Haftbefehl veröffentlicht hat, unverzüglich eine Stelle in dieser Fraktion anbietet. Wie soll man das anders verstehen als eine Verächtlichungsmachung des Rechtsstaates? Wenn der Bundesvorsitzende dieser Partei, Alexander Gauland, in der FAZ vor wenigen Tagen formuliert, dass das politische System weg müsse. Er spricht von einem politischen System, das sich überholt hat. Er spricht von Systemparteien, Systempolitikern, Systemjournalismus, ja, Lügenpresse. Das alles drückt eine Verachtung und Abwendung von allen tragenden Prinzipien dieser Demokratie aus. Das sind Begriffe, die haben wir alle schon einmal gehört, und sie waren die Wegbereiter in den Nationalsozialismus. Und genau hier gehört auch eine Bemerkung hin, die mehr als deutlich macht, wes Geisteskinder diese Partei führen. Wenn Herr Gauland die Nazidiktatur und ihre millionenfachen Opfer als einen Zitat Fliegenschiss Abführungsstriche bezeichnet, dann war das kein Fliegenschiss. Das war der Kulturbruch und der Tiefpunkt unserer Geschichte. Und wer so formuliert, der verhöhnt die Opfer. Der bereitet den Weg der AfD nach ganz rechts außen vor, meine Damen und Herren. Wenn zum Beispiel die stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD, Frau von Storch, am 19. Dezember des vergangenen Jahres twittert, Zitat, je länger Merkel am Ruder bleibt, desto mehr Fleisch werden wir von ihrem Kadaver reißen. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, das ist die Sprache blanker Hetze und blanken Hasses. Wenn diese Dame dann angesprochen wird,
erklärt sie, das habe nicht sie geschrieben, sondern einer ihrer Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Es macht die Sache nicht besser. Meine Damen und Herren, das sind keine Ausrutscher. Das hat Methode, und das darf nicht unwidersprochen bleiben. Denn ohne Widerspruch schleichen sich neue Begriffe ein, werden die Maßstäbe verschoben, gewöhnt man sich an Tabubrüche. Dies darf nicht passieren, und wir dürfen den Biedermännern und Brandstiftern im Sakko nicht durchgehen lassen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich hätte zum Ende dieser Legislaturperiode über vieles sprechen können, mit gutem Grund. Ich habe mich bewusst entschieden, darüber zu sprechen, wie dieses Land lebenswert bleibt und wie dieses Land beieinander bleibt. Das ist die zentrale Frage, nicht nur am 28. Oktober, sondern am 29. und in vielen Wochen danach. Es wird uns alle noch gewaltig beschäftigen. Und deshalb bewahren wir Haltung, geben wir Orientierung und ziehen wir klare Grenzen. Dann bleibt Hessen lebenswert, und dann halten wir die Gesellschaft beisammen. Vielen Dank. Die kriegen ja alle sechs drauf. Ne? Die kriegen alle. Halbe frei. Sechs Minuten drüber, jeder hat ein Drittel. 22 Minuten. 22 Minuten. Jeder von der Opposition bekommt 2 Minuten dazu. 22. Meine Damen und Herren, das war die Regierungserklärung. Den Oppositionsfraktionen steht jetzt eine Redezeit von 22 Minuten zur Verfügung, gemäß unserer Geschäftsordnung. Die erste Wortmeldung in der Aussprache hat der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Sie hatten eine Regierungserklärung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt angekündigt und einige Bemerkungen gemacht, die ausdrücklich – und das haben Sie am Beifall meiner Fraktion gemerkt – unsere Zustimmung treffen. Und dennoch lässt mich Ihre Regierungserklärung mehr ratlos als orientiert zurück. Sie haben kein einziges Wort zur Zukunft gesagt. Sie haben keinen einzigen Vorschlag dazu gemacht, wie man in Zukunft den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Und Sie sind in einem Teil Ihrer Beschreibung sehr an der Oberfläche geblieben. In Ihrer Erklärung versuchen Sie, in schönen Worten ein Bild von Ihrer Regierung zu malen, das die Realität verzerrt. Fangen wir einmal mit Satz 1 Ihrer Erklärung an. Sie sagen, Hessen ist ein starkes Land. Ich sage, Hessen ist ein starkes Land, außer man sucht eine bezahlbare Wohnung. Und zu dem Thema haben Sie kein einziges Wort gesagt. Ich sage, Hessen ist ein starkes Land, außer man steht im Stau oder in überfüllten Bussen und Bahnen. Ich sage, Hessen ist ein starkes Land, außer man muss Straßenausbaubeiträge zahlen.
Ich sage, Hessen ist ein starkes Land, außer man sucht Fachpersonal für die MINT-Fächer. Ich sage, Hessen ist ein starkes Land, außer man hat einen befristeten und schlecht bezahlten Arbeitsplatz. Und ich sage, Hessen ist ein starkes Land, außer man hat als Polizist zu viele Überstunden. Hessen ist ein starkes Land, aber nicht wegen Ihrer Regierung. Sie schauen weg, deshalb sehen Sie die Herausforderung nicht mehr. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Sie schauen weg, ich schaue hin. Und das passiert Ihnen ständig, Herr Bouffier. Zwei aktuelle Beispiele. Ihr Finanzminister hat sich als Bodenspekulant betätigt und dafür gesorgt, dass dort, wo bezahlbarer Wohnraum. Herr Kollege. Herr Kollege, die konkrete Feststellung, der Finanzminister sei ein Bodenspekulant, ist völlig unerlaubt. Ich rufe Sie hier zur Ordnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst es durchlaufen. Dort, wo bezahlbarer Wohnraum des Landes mitten im überhitzten Mietmarkt Frankfurt hätte entstehen können, ist jetzt ein Quartier entstanden, in dem alles entstehen wird, aber nicht bezahlbarer Wohnraum. Ich weiß, das wollen Sie nicht hören, das haben Sie gerade dokumentiert. Aber einer muss es Ihnen doch sagen angesichts des Mietmarktes in Hessen. Das Gleiche gilt für Ihren Kultusminister, der behauptet, es gebe keinen Unterrichtsausfall in Hessen. Er hält die Hände vors Gesicht und ruft, ich sehe keinen Lehrermangel. Und Sie glauben ihn und schauen weg. Herr Bouffier, es gibt den Lehrermangel in Hessen. Herr Bouffier, es fällt in. Kollege Pentz, bitte. Entschuldigen Sie bitte, Herr Minister. Herr Kollege Pentz, ich bitte Sie, nicht weiter zu stören. Bitte. Jeden Tag, Herr Bouffier, jede Mutter und jeder Vater in Hessen, jede Schülerin und jeder Schüler kann Ihnen das bezeugen. Sie haben sich längst tief in der Staatskanzlei zurückgezogen. Sie sind umgeben von Leuten, die Ihnen zwar applaudieren, aber nicht mehr mit der Wirklichkeit konfrontieren. Sie wollen nicht mehr wissen. Keine Sorge, Sie werden gleich noch sehr viel mehr Anlass haben, sich aufzuregen. Welche Probleme die Hessen plagen? Sie wollen nur noch in Ruhe auf dem Chefsessel sitzen. Herr Bouffier, die Bevölkerung in so einem Land hat in der Tat mehr als Regierungen zu erwarten, als das, was Sie in den letzten fünf Jahren geboten haben. Und damit es noch einmal wiederholt wird, Sie bauen keine Wohnungen. Sie hoffen und wetten darauf, dass der Markt das Problem alleine löst. Sie bilden nicht mehr Lehrerinnen und Lehrer aus. Sie wetten und hoffen darauf, dass es am Ende irgendwie reicht. Sie unternehmen nichts gegen den Verkehrskollaps. Sie wetten und hoffen, dass die Autos von alleine verschwinden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Lehrermangel hat in Ihrer Erklärung keine Rolle gespielt. In Ihrer Erklärung hat der Bildungsgipfel und der Versuch, Gesellschaft zusammenzuführen, keine Rolle gespielt. Deswegen will ich es am Ende dieser. Herr Boddenberg, Sie brauchen sich gar nicht zu melden. Sie haben anschließend genügend Redezeit. Genau. Das Wort hat ausschließlich Herr Schäfer-Gümbel. Bitte jetzt um Ruhe. Also, wenn 26 Minuten Ihnen nicht reichen, um das zu sagen, was Sie inhaltlich wollen, tut es mir leid, Herr Boddenberg. Und Sie werden auch bald merken, worauf ich hinaus will, Herr Boddenberg. Das sage ich Ihnen auch. Der Bildungsgipfel. Der Lehrermangel spielt eine große Rolle, und Sie haben darauf nichts gesagt. Sie haben zum Staus nichts gesagt, Sie haben zum Wohnraum nichts gesagt. Ich könnte Ihnen viele Zitate vorlesen und Anmerkungen machen, in der Ihnen auch Ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen beschreiben, warum
warum das die aktuell wichtigsten Themen in diesem Land sind. Und ich kann es nur wiederholen. Sie haben zu diesen Themen, was die Frage der kommenden 5 Jahre angeht, überhaupt nichts gesagt. Und das ist die zentrale Frage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und jetzt komme ich zum zweiten Satz Ihrer Regierungserklärung. Ein Land, das zusammenhält. Ich sage Ihnen, viel getan dafür, dass es in Hessen immer noch Zusammenhalt gibt, haben Sie nicht. Das waren nicht die Grünen, nicht die Union, und das werfen wir Ihnen heute auch vor. Dass Sie zu viel wegtauchen, dass Sie Reden halten, aber keine Taten folgen, das halten wir Ihnen vor. Und ich will konkreter werden. Wer über gesellschaftlichen Zusammenhalt redet und 1999 Unterschriften gegen Ausländer gesammelt hat, wer über gesellschaftlichen Zusammenhalt redet, wer über gesellschaftlichen Zusammenhalt redet und die Operation Düstere Zukunft gegen Sozial-, Kultur- und Integrationsprojekte durchgezogen hat. Wer über gesellschaftlichen Zusammenhalt redet und 2008 Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten stoppen plakatiert hat. Wer über gesellschaftlichen Zusammenhalt redet und jahrelang Herrn Irmer nach seinen Tiraden gegen Homosexuelle, Muslime, Migrantinnen und Migranten und Linke geschützt und ihn vor 12 Monaten in den Bundestag befördert hat. Wer über gesellschaftlichen Zusammenhalt redet, wer über gesellschaftlichen Zusammenhalt redet und nach dem Untersuchungsausschuss zum NSU sich nicht zu den Fehlern der Sicherheitsbehörden in Hessen erklärt. Wer über gesellschaftlichen Zusammenhalt redet und am vergangenen Freitag Horst Seehofer in der Landeshauptstadt zu Gast hat und schweigt, der muss mindestens seine Glaubwürdigkeit hinterfragen lassen. Sie reden in Ihrer Erklärung von Haltung, und das finde ich interessant. Wo war denn die Stimme Hessens, als es um Zusammenhalt im Land ging, nach den Hetzjagden von Chemnitz zum Beispiel? Was haben Sie Ihrem famosen Ministerpräsidenten in Dresden gesagt und was dem merkwürdigen Chef des Bundesverfassungsschutzes? Wo waren Sie, als in Köthen mit öffentlichen Erklärungen Demonstranten auftraten und nationaler Sozialismus jetzt, jetzt, jetzt brüllten? Ich sage das für meine Partei und meine Fraktion. Faschismus ist keine Meinung. Faschismus ist und bleibt ein Verbrechen. Sie betonen, dass nicht alle Demonstranten in Chemnitz Nazis seien. Das mag sein. Das mag sein. Jetzt hören Sie mir vielleicht zu. Ich habe dem Ministerpräsidenten auch zugehört. Aber ich finde, in so einer Regierungserklärung gehört, dass egal welcher politischen Gesinnung jemand ist, jeder Einzelne eine Verantwortung dafür hat, hinter welcher Fahne und welcher Position er herläuft. Auch das gehört in eine solche Debatte. Zur Verantwortung des Einzelnen wurde nichts gesagt. Es wurde übrigens auch nichts zu den 65.000 Demonstrantinnen und Demonstranten, die unter Wir sind mehr in Chemnitz versucht haben, ein anderes Signal zu setzen, dafür, dass es eine liberale, weltoffene, demokratische Gegenkultur gibt, auch und gerade in einer Stadt wie Chemnitz. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Demonstration in Wiesbaden, an der Ihr Koalitionspartner genauso wie DIE LINKE und die SPD
Kirchen, Sozialverbände, Gewerkschaften, die Bildungsstätte Anne Frank, auf die Straße gegangen sind, um dafür zu demonstrieren, dass dieses Land auch in Zukunft ein liberales und weltoffenes bleibt, dass die Verkleinerung dessen, was man an Perspektiven hat, nicht zulassen darf. Und das dann unter der Abteilung Gutmenschen abzutun und sich dabei nicht zu engagieren, ist auch etwas, wofür Sie sich zumindest hinterfragen lassen müssen, wenn Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt heute zu einem Thema machen. Der für mich bedeutendste Ministerpräsident unseres Bundeslandes, und ich glaube, dass man darüber sogar fast Konsens herstellen kann, Georg August Zinn, hat viele kluge Sätze formuliert. Der wichtigste für mich ist, Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, sie ist eine Lebenshaltung. Dieser Satz meint nämlich, dass die Frage, in welchem persönlichen oder politischen Verhältnis beispielsweise ein Regierungschef und ein Oppositionsführer stehen, nicht entscheidend ist für die Frage, wie unsere Demokratie funktioniert oder nicht, sondern das Entscheidende ist, wie jeder Einzelne hier im Raum, aber auch hier oben auf den Besuchertribünen und viele darüber hinaus sich für sich selbst und ihren Nachbarn verantwortlich fühlen. Und deswegen ist der Widerstand gegen Nationalismus, gegen Spaltung, gegen Extremismus, und zwar jede Form von Extremismus, so bunt und kreativ. Und vielleicht sollten wir mal an einem solchen Tag anfangen, die unterschiedlichen Formen dieses Protestes nicht mehr gegeneinander auszuspielen, sondern alle gleichwertig zu betonen, und zwar nicht nur am heutigen Tag, sondern immer. Und da haben einige in diesem Haus echt noch Nachholbedarf. Herr Bouffier, ich bedanke mich ausdrücklich für die Anerkennung und Ihre wertschätzenden Worte im Zusammenhang mit dem Umgang in der Humanitätskrise. Es ist so, dass ich Sie im Sommer 2015 in den Sommerferien anrief mit dem ausdrücklichen Angebot der hessischen Sozialdemokratie angesichts der sich abzeichnenden humanitären Katastrophe, gemeinsam dafür zu arbeiten, dass niemand gegeneinander ausgespielt wird, dass wir alle auch schwierigen politischen Debatten zurückstellen, um dafür zu sorgen, dass angesichts der Größe dieser Aufgabe wir beieinander bleiben. Der hessischen Sozialdemokratie, und es wurde oft und regelmäßig kommentiert, hat das politisch wenig gebracht. Es war aber unsere feste Überzeugung, dass es richtig und notwendig ist, in dieser Zeit und in dieser Phase dafür zu sorgen, dass alle Kräfte darauf ausgerichtet sind, dass Menschen, die in Not zu uns kommen, Hilfe und Unterstützung bekommen und dass diejenigen, die als ehrenamtliche wie als hauptamtliche Helferinnen und Helfer tagtäglich rund um die Uhr weit über das, was ihre Dienstpflicht gewesen wäre, egal ob sie ehrenamtlich oder hauptamtlich organisiert war, einen Beitrag dazu leisten kann, diese auch zu unterstützen. Und zu dieser Verantwortung stehen wir auch in Zukunft. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in dieser Phase mit Blick auf das Paket, das wir gemeinsam beschlossen haben im Haushalt, viele richtige und wichtige Ansätze formuliert haben, beispielsweise bei der Schulentwicklung, im Sozialwesen, bei Integrationsmaßnahmen und vielem anderen mehr. Wir hätten uns gewünscht, dass dieser Aufbruch politischer Kultur, der ja auch ein Versprechen dessen war, was diese neue Koalition anstrebte, und im Bildungsgipfel gescheitert ist, dass dieser Ansatz über die unmittelbaren Ereignisse und den Beschluss über den Haushalt 2016, 2017 hinaus Wirkung gehabt hätten. Viele der klugen Ansätze sind aus unserer Sicht konzeptionell in den Ansätzen stecken geblieben. Und wir hätten uns gewünscht, dort mehr gemeinsam zu erreichen, weil die Aufgabe, da haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, ganz sicherlich nicht abgeschlossen ist. Ich will das beschreiben mit Blick auf die Integrationsleistungen, die Schulen zu leisten haben, und auch die regelmäßigen Auseinandersetzungen, Herr Kultusminister, über die Frage, ob InteA funktioniert oder nicht. Wir haben bilateral in unterschiedlichsten Konstellationen darüber mehrfach geredet. Und wir wissen, dass die Konstruktion bei InteA eine ist, die in einer bestimmten Phase entstanden ist, aber die eben auch deutliche Schwächen hat, beispielsweise in der Frage, ob es klug ist, Kinder nach einem und junge Erwachsene nach einem bestimmten Zeitablauf
aus der Schule zu entlassen. Ich weiß, dass da Ressourcenfragen hinterstehen. Aber ich glaube, dass es richtig ist, am Anfang in die Integration zu investieren, weil wir anschließend bei der Reparatur deutlich weniger aufwenden müssen, wenn es uns gelingt, am Anfang diese Aufgabe ordentlich zu machen. Ich hätte mir sehr gewünscht in den letzten zwei Jahren, dass wir jenseits der Erklärung, die wir hier regelmäßig erleben, dass die Regierung alles richtig macht, auch da weiter in der Lage gewesen wäre, gemeinsam stärker voranzukommen. Das ist leider nicht möglich gewesen, weil der Grundsatz hier im Haus danach Mehrheit ist Wahrheit wieder Wirklichkeit wurde. Wir werden in der Migrations- und Zuwanderungspolitik den Grundsatz ordnen und steuern, vor allem auf der Bundesebene, aber auch im Bundesland weiter mit Leben füllen müssen. Für mich gehört dazu zwingend, dass ein Fachkräftezuwanderungsgesetz, das endlich diejenigen, die von politischer, religiöser und sonstiger Verfolgung bedroht sind, getrennt werden in Verfahren von denen, die aus Arbeits- und Sozialmigrationsgründen kommen, voneinander zu trennen sind, auch um die Verfahren zu erleichtern. Ich verstehe die Debatte um Spurwechsel auf der Bundesebene nicht. Ich kann verstehen, dass Leute daran verzweifeln, dass wir auf der einen Seite Leute, die in Ausbildung sind, die Ausbildung abgeschlossen haben, zur Abschiebung anstehen, obwohl sie bewiesen haben, dass sie sich in diese Gesellschaft integrieren wollen, und wir auf der anderen Seite Leute, die wir hier nicht haben wollen, nicht abgeschoben bekommen. Deswegen plädiere ich energisch dafür, dass wir das Thema Spurwechsel auf der Bundesebene konstruktiv lösen und nicht ideologisch, nur weil die Sorge insbesondere bei diesem Teil des Hauses nach wie vor ist, dass Sie in der Migrationspolitik nicht die falschen Akzente aus Ihrer Sicht setzen wollen. Wir haben mit dem Hessenplan Plus als Sozialdemokratie eine Vielzahl von Maßnahmen vorgeschlagen, die in den nächsten fünf Jahren dazu dienen sollen, diese großen Aufgaben, die unter dem Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie macht man den, und nicht nur sozusagen oben drüber zu schweben, wie man die entsprechend umsetzt. Lassen Sie mich am Ende noch einmal grundsätzlicher werden. Wenn in Deutschland, egal wo Menschen ermordet werden und in der Folge dessen rechtsextreme Hetzjagden auf Unschuldige machen, dann dürfen wir auch im Hessischen Landtag nicht schweigen. Wir sind in allen Fraktionen, davon bin ich überzeugt, davon entsetzt, wie versucht wird, rechtsextreme Vereinnahmungen zu organisieren. Wie wir entsetzt darüber sind, welches Maß an Demokratieverachtung von Rechtsextremisten zutage tritt, da teile ich all das, was der Ministerpräsident gesagt hat. Zur Wirklichkeit gehört aber auch und zur Wahrheit, dass die rechten Probleme, insbesondere auch in Sachsen, eine lange Vorgeschichte haben. Jahrzehntelang wurde da vor rechten Umtrieben weggeschaut. Jahrzehntelang haben Grüne, Liberale, Linke, Kirchen, Gewerkschaften und die SPD vor den Entwicklungen gewarnt, während die Staatsregierung weggeschaut hat. Und wie bedeutend diese Frage ist, will ich verdeutlichen mit einem aktuellen Zitat aus dem neuesten Buch von Madeleine Albright, die die Herausforderung für uns sehr präzise formuliert hat. Sie formuliert, bezogen auf ein Zitat von Václav Havel, Europa strebt danach, eine historisch gesehen neue Ordnung zu schaffen durch den Prozess der Vereinigung. Ein Europa, in dem der Mächtigere nicht länger in der Lage sein wird, den weniger Mächtigen zu unterdrücken, in dem es nicht mehr möglich sein wird, Konflikte gewaltsam zu lösen. Das war die Hoffnung nach dem Fall der Mauer. Und sie fragt dann, heute, mehr als ein Vierteljahrhundert später, müssen wir uns fragen, was aus jenen hehren Visionen geworden ist. Warum scheint sie immer mehr zu verblassen, anstatt klarer zu werden? Was ist die Demokratie heute Angriffen ausgesetzt und auf dem Rückzug, wie die NGO Freedom House konstatiert? Warum versuchen viele Menschen in Machtpositionen, das öffentliche Vertrauen in Wahlen, in die Justiz und in die Medien und, was die grundlegenden Fragen zur Zukunft unseres Planeten angeht, in die Wissenschaft zu untergraben. Das ist die Herausforderung, mit der wir in der Tat konfrontiert werden. Deswegen ist die Konsequenz daraus erstens klare Haltung, zweitens in der Sache Rechtspopulisten, Nationalisten, Spaltern aller Art entgegenzutreten
und das Wahlprogramm der Rechtspopulisten in Hessen mit Blick auf den öffentlichen Rundfunk, der abgeschafft werden soll, ein Familienbild, das inakzeptabel ist, den Umgang mit Zuwanderung und Integration oder aber auch mit den Wohnungsthemen bietet dazu allen Anlass. Und drittens auch einen handlungsfähigen Rechtsstaat, der dafür sorgt, dass, wenn Neonazis, egal ob sie in Köthen oder in Chemnitz auftreten, mit aller Klarheit und Entschiedenheit auftritt. Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht nicht durch Sonntagsreden, sondern im Handeln. Jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Sie haben dazu heute aus meiner Sicht eine Chance verpasst. Wenn es nach mir geht, Herr Bouffier, allerdings auch die letzte in diesem Parlament. Danke schön. Thank you.